Also die Hörminderung machte sich bei mir nach 2 Hörstürzen ganz schnell bemerkbar, indem ich einfach mich in meinem Laden orientierungsmäßig nicht mehr so bewegen konnte, wie ich wollte. Ich wusste nicht, ich habe die Geräusche nicht mehr einschätzen können und vor allem habe ich meine Kunden nicht mehr verstanden und das ist furchtbar. Ich war sofort überzeugt, dass dieses Gerät für mich von Widex genau richtig ist und vor allem dieses Wort Dream, ja, das man diesem Gerät gegeben hat, das kann ich nur sagen, das ist genau so, wie ich es empfunden habe. Ein wahrer Traum am Ohr. Ich habe diese verschiedenen Situationen natürlich alles durchprobiert. Und was dieses Gerät von Widex wieder verschönert, ist einfach, dass ich gar nicht so oft was verändern muss, wie ich mir das am Anfang vorgestellt habe. Ich kann ja mit einem Funk quasi das höher und tiefer stellen. Das brauche ich eigentlich gar nicht. Ich kann mich den ganzen Tag, auch im Restaurant, ich war kürzlich mit 400 Leuten bei einer Abschiedsfeier, das hat mich überhaupt nicht mehr gestört. Ganz klar hat das neue Hören auf die Orientierung einen ganz gewaltigen Einfluss. Zum Beispiel, wenn Sie, was höchst gefährlich ist, wenn Sie, das konnte ich so vorher nicht ermessen, wenn Sie ein Auto oder ein Fahrrad beim Wandern, ein Fahrrad, was von hinten oder von der Seite kommt, Sie können nicht ermessen, aus welchem Nirvana im Grunde genommen das Auto oder das Fahrrad kommt. Und wenn Sie das wieder mit den Hörgeräten ausgleichen können, dann ist das einfach, wie gesagt, ein Traum, so wie das Gerät heißt. Ich habe die Erfahrung mit Widex Dream gemacht, dass ich einfach ja mein Leben von davor so wieder aufnehmen konnte, wie ich das gewohnt war. Und ich glaube, ein größeres Kompliment kann man ein Hörgerät nicht machen, dass man sich einfach wohlfühlt, dass man wieder so sich bewegen kann und hören kann, wie allemal. Jede Situation, die sich zum Besseren ändert, ist natürlich eine Situation, die deutlich zu avisieren ist. Aber ich würde sagen, das Leben verändert sich ganz sicher, wenn Sie auf einmal sich wieder mit Ihrem Umfeld normal unterhalten können, wenn sich der Zustand einstellt, wo Sie nicht mal mehr überlegen, ob Sie ein Hörgerät haben oder nicht. In Gesprächssituationen ist es so, dass normalerweise das Gegenüber ja immer sich schon angewöhnt hat, ein bisschen lauter zu reden. Und jetzt ist mein Mann doch deutlich erstaunt, dass er sich mit mir wieder normal unterhalten kann. Die Klänge beim Musikhören sind überdimensional gut. Ich höre selbst ein Streichkonzert. Ich würde Menschen raten, die nicht mehr so gut hören, dass sie ganz schnell zum Hörgeräteakustiker gehen, um sich ein gutes Gerät, und ich empfehle jedem wirklich ein gutes Gerät, sich anpassen zu lassen und dann nicht zu sparen, weil die Situation danach ist einfach das Leben pur. Und ich würde jedem raten, einfach ganz schnell zu reagieren, bevor das Gehirn einfach das Hören vergisst. Also zu meinem Hörgerät Dream von Widex in Kurzform, wie der Name sagt, ein absoluter Traum und für mich ein neues Leben.